Und in dem Moment spürst du, dass du keine Luft mehr kriegst. Okay, ich mach das! Okay, ich drück auf sie drauf. Ja, ja. Bitte auch auf Body würfeln. Das ist ja dein. Du hast, glaube ich, auch noch. Was hat er gewürfelt? 5! Du hast auch noch ein Mädchen. Ich zieh auch meine Pfanne und hau um mich. Was soll man da denn was drauf haben? Ich hab Panik. Ich weiß nicht, ich steck da was näher mit. Ich will es schon lange tun wollte. Und ich reiß mal mach was! Und ich versuche sie zu beatmen. Okay, Bodywürfel. Passt. 7. Muss ich jetzt ernsthaft auch noch Pfanne anlegen? Jetzt krieg ich die Pfanne ab, so. Aua! Kann man merken, ob das irgendwas am Hals ist? Also hält sie sich irgendwie den Hals oder so, wenn sie... Ja, sie hält sich... Also du kriegst einfach keine Luft mehr. Du verstehst es auch nicht. Du fängst panisch an, dich hier irgendwie... Ja. Doktor! Ich weiß nicht, wer Matteo, sich... Matteo, das ist Ihr Fachbereich. Ich bin da nicht qualifiziert für. Das ist, Matteo, machen Sie doch irgendwas. Charlotte, geht's nicht gut? Stabile Seillage, stabile Seillage. Papa rennt hinten einfach nur noch schreiend im Kreis. Sag mal, okay, ich probier noch mal drauf zu drücken. Ja, du drückst noch mal drauf. Bitte noch einmal Bodywürfeln. So lange, bis es klappt. Ach... Stopp, was hast du? Kann ich hier eine Scheuer? Du kriegst einfach keine Luft mehr. Ich hab Medizin, aber was bringt mir? Ich nehme Medizin. Ich nehme Medizin und gebe hier irgendwie so einen Adrenalin-Boost. Okay, du nimmst nicht Adrenalin, du musst Beruhigung geben. Adrenalin-Boost, ja. Okay, du haust Adrenalin rein. Es gibt noch einen Aufschrei. Und nein. Wir haben eine Spielerin am Tisch verloren. Ich bin nicht first. Ich spiele morgen und ich bin nicht first. Wartet, ich muss erstmal. Ich fühle Puls. Nein, ich akzeptiere das nicht. Ach, ich fühle Puls. Ja, du fühlst Puls, da ist kein Puls. Tut mir leid, Nora. Nein. Ja. Charlotte? Liegt vor euch. Tapper rennt immer noch hinten im Kreis. Oh mein Gott! Koa steht komplett entgeistert an der Wand. Was ist hier los? Wer von euch ist dafür verantwortlich? Ich würde gerne mit... Wer bringt hier irgendwelche komischen Wesen in die Raumstation am letzten Tag und... Kann ich mit einer Taschenlampe in den Rachen reinleuchten? Ja. Ja. Ist jemand unter uns? Ja! Es wow! Ist jemand unter wow. uns? Wow! Bah! Bah! Mind blown! Sehe ich irgendwas? Also ist hier rein oder halt ich hab irgendwie ja, du leuchtest rein. Würfel mal, hast du ja keinen Check. Okay. Savvy. Perception. Das ist nicht gut. Savvy. Ah, da bin ich auf 0 wenigstens und nicht auf Minus. Aber mir ist noch eine Schokolade. Eine Schokolade ist mir noch. Ja. 15. Aus der Hand. 15. Du siehst nichts. Es ist nichts da, woran sie erstickt ist. Awe? Vergiftet? Ich habe ihr meine Atemmaske aufgesetzt, hör mal. Ihre Atemwege sind frei. Matteo, das ist ihr Fachgebiet. Geben Sie mal Ihre Flasche. Ihre Atemgerät. Ja. Ich drehe das lang leicht. Ich hatte es ja vorhin auch selber noch auf. Und mache es wie in der Chemie gelernt. Weil ich hatte ja vorhin. Ich nehme eine gute Nase. Ja, du nimmst eine gute Nase. Rieche ich irgendwas? Ich habe es ja vorhin auch selber auf. Auch auf Savvy. Okay. Oh, hat der mal plötzlich eine Luft bekommen? 16? Alles so, wie es sein soll. Riecht ein bisschen abgestanden. Ach, hinter mal, ja. Ein bisschen. Ich check meine Flasche. Nehme ich Zug. Ja, ist, ja, gleich. Ja, hier ist schon frischer.
Kein Respekt, die Jugend heute wieder. Was machen sie mit ihrem Sauerstoff? Das geht gar nicht an. Dann geht sie gar nichts an. Okay. Was machen wir? Wir bleiben jetzt erstmal alle hier in der Galerie. Und dann werden wir vorsichtig herausfinden, ob hier noch irgendwas auf dem Weg... Wir haben nur noch wenige Stunden, bis wir hier wegkommen, verdammt nochmal. Was soll denn der Kack? Nur wenn wir Kontakt hätten, dann würden wir das wissen. Durchsuchen Sie die Leute, los. Machen die Jacken auf. Ich hab nix. Ihr seht so eine Knarre raushängen. Ignoriert das. Wieso? Ich hör da gar nicht zu. Ich inspektiere bei ihr noch irgendwas, ob ich äußere Einwirkungen sehen kann am Körper. Während hier alle jetzt hier in der Gegend irgendwie rumschauen und machen, schreibt ihr mir gerne nochmal auf, ob ihr noch irgendwas anderes machen wollt. Also Nora ist jetzt ja leider raus, aber... Was machst du denn so im Jenseits? Wen haunte ich? Also als Geist. Ich dachte, du fragst, welche Religion ist die richtige? Wo bin ich? Ich würde gerne von davor noch was aufschreiben. Also von dem Punkt davor. Ja. Zulässig, das habe ich nämlich mal wieder übersehen. Ganz leichtes, ganz leichtes Gefühl, dass du kannst den Pfeil ruhig wieder anmachen, direkt auf ihn zeigen. Nichts zu machen, ey, hallo? Und Zappa rennt immer noch im Hintergrund. Und sogar die Pizza war weg! Alles ist weg! Was ist denn los? Mein Geist ist ja da und ist schockiert. Ja. Die Pizza! Ja! Wieso ist die Pizza weg? Fragt sich der Geist. Ja. Die Pizza. Ihr habt noch nichts gegessen. Ihr werdet bald an Hunger sterben. Ich bin noch ganz stark. Ja, ich so. Was könnte ich denn tun? Und er schaltet sich so, und dann drehe ich ihn um. Und dann. Und dann mache ich das. Und dann mache ich das. Ja. Cahill. Was denkt denn der Chat, was Sache ist? Stimmt ja. Habt ihr neue Vermutungen? Ist es jetzt jemand anders? Was? Die Gehilfin ist wohl Sass. Mhm. Ja, also eine Person haben wir jetzt ja verloren. Wir haben schon mehrere verloren. Es gibt nicht mehr so viele von denen. So viele gibt es nicht mehr. Was geht jetzt? Ich hab da extra Hand drüber gehalten, das kann ich quasi nicht sehen. So. Ja, das ist, okay, dann macht trotzdem schon alles gut. Ja, das ist Matteo Traubenzug ist da erwähnt. Aber er hat den Traubenzug auch. Aber ihr wisst, Traubenzug. Ihr wisst nicht, dass wir Traubenzug geteilt haben. Peter hat einfach zwei Leute das gemacht. Das erste ja. Mhm. Das zweite nein. Das dritte. Okay. Je nachdem, ob die Gesetze in Texas immer noch so sind, wie sie ja. Das ist die Art und Weise, wie ich. Und du schaust dir, genau, hier Charlotte, ich wollte gerade Nora sagen, Charlotte genauer an. Du siehst keine Außeneinwirkungen. Also es ist wirklich komplett dubios. Koa steht, läuft gerade an euch beiden vorbei. Ich drehe mich. Als plötzlich die Kröte von Matteo auf Derek losgeht. Und es springt einfach diese Kröte hoch und versucht dich zu beißen. Ah! Ich versuche mich zu wehren. Ja, du hast ja einen, du hast einen, jetzt kommen wir zu dem lustigen Ding, du hast dort einen Verteidigungswert, der heißt Dex. Ja, mein Dex, 10. Genau, und du hast aber noch einen plus 1, weil du eine... Leichte Rüstung haben. Leichte genau, also 11. 11. Das bedeutet, die Kröte versucht jetzt... Ich würde so gerne was sagen, aber ich kann nicht. Zu beißen, du darfst für die Kröte würfeln. Du bist ich muss für die Kröte würfeln? Ja, du musst für die Kröte würfeln. Weil es meine ist. Ja. Macht mich gerade zählt. Das stimmt. Ich du hast die auf der zweiten Stats, Seite deine Kröte. Ja. Die Kröte hat auch Stats? Ja, die Kröte hat auch Stats. Was muss ich rollen? Eine 20 und du musst halt über die 11 kommen, um... Ich muss... Es tut mir so leid, es ist eine 8. Ah, er trifft dich. Aua. Und jetzt würfeln wir Schaden aus. Ein D6. Ein D6? Ein ganzen D6? Der ist echt verreckt. Ich hab eine 50-50 Chance zu sterben. Ich hab nur 4 HP. Ah! Was ist das? Eine 4!
Da muss ich jetzt gleich mal nachlesen. Also ja, die Kröte springt hoch und erwischt irgendwie Derek ganz merkwürdig an der Seite und er fällt um. Und jetzt muss ich gerade mal gucken, du hast eine Möglichkeit zu überleben. Wenn ich wirklich tot bin, kann ich das epischer machen und ich habe versucht, mit der Knarre die Kröte zu ja, das gehen, können wir dann auf jeden Fall machen. Ich würde ungern an der Kröte sterben. Ich möchte anmerken, diese Kröte habe ich nicht programmiert. Die gehört, die habe ich geschenkt bekommen von jemandem. Mhm. Der sitzt sogar okay. Hier am Tisch. Ah, das ist ja wenn du auf, ey, ich wollte nur sagen. Wenn du auf Null fällst, kannst du jetzt einen Bodycheck rollen. Yeah, wenn der ja funktioniert, dann bist du stabilisiert erstmal. Bei einer minus 2 gehe ich davon aus, dass das klappen sollte. Ich habe eine gute 50-50 Chance. Nee, Quatsch, wovon rede ich? Ich muss eine 14 würfeln. Du hast ja aber schon, wir haben die Void-Punkte halt hier nicht, aber du hast dich schon verwürfelt. Also du hast ja schon Sachen nicht geschafft an dem Abend. Oh mein Gott! Ja, sorry. Genau. Das bin ich jetzt auch nicht weiter eingegangen, aber der Punkt ist, dafür würde ich es jetzt verwenden, du kannst auf jeden Fall dreimal drauf würfeln. Weil der eigentlich Void-Punkte dafür kriegt und dafür das Regelwerk, wir haben das mit dem Void nicht drinnen, aber dafür würde ich es würfeln lassen, weil du nämlich... Ich will eh, dass ich mehrmals würfel. Ja, weil das Ding ist nämlich, wenn du es nicht schaffst, bist du tot. Stubborn, you never give up, reroll any dice once per session. Nee, tot. Na, du hast immer noch die... Wegen dem Void? Oh mein Gott. 17. Ja. Alter. Okay, er liegt, er hat noch die Pistole rausgezogen, die Kröte geht gleich wieder zurück. Koa reißt die Kröte runter. Was? Derek, nein. Du bist stabilisiert gerade. Ich will gucken, was bei Derek... Ja, er ist gerade auf 0 HP. Er müsste halt jetzt geheilt werden. Ich stopfe ihn. Nicht anfassen. Aber er ist... Nicht anfassen. Aber wenn ich ihm nicht... Dann stirbt er vielleicht. Nicht anfassen. Sie hebt Derek hoch. Ich glaube, sie hat sich immer noch ausgenockt, oder nicht? Genau, ja, du bist ausgenockt. Du kannst gerade nichts machen. Die Kapitänin. Hebt Derek hoch und bringt ihn in die Krankenstation. Und beobachtet euch. Genau. Hast du das Bild von mir gesehen? Ja, schafft da ist sie. Er. Die ist gut trainiert. Okay. Wer ist denn jetzt noch dann da? Alles klar. Zappa rennt ja immer noch im Kreis. Die rennt jetzt noch schneller im Kreis. Ich bin allein mit dem Professor. War ich auch schon. Leute. Genau. Nee. Und, Heinrich. Genau. Nee, der Heinrich, ist nicht aufgetaucht. Ihr geht jetzt. Okay. Und wer ist noch da? Krankenstation, die Tür geht jetzt gerade auf. Ist es Chor? Ist es nur noch Chor? Und Zappa gehen. Chor und Derek gehen jetzt ja dann. Genau, die gehen jetzt nach links und raus. Der Professor. Zappa rennt halt gerade noch im Kreis. Die hat aufgehört, als sie das gesehen hat. Steht einfach nur kreischend noch in der Ecke. Zwischen dem Übergang zu den Quartieren und der Kirche steht sie halt einfach nur noch in der Ecke und schreit. Und schaut euch so an, ist so. Weg! Ich stehe auf. Sorry. Ja. Und ich sehe ja, dass ihr, dass die Kapitänin und. Trägt gerade. Genau, der Griff zur Krankenstation. Und ich stehe einfach nur auf und laufe sofort in Communication rein. Sofort. Du läufst in Communication rein. Ja. Und, also ohne was zu sagen. Ich gehe einfach da rein und mache. Die Frage Tür ist. Zu. Okay, möchtest du das verhindern, dass er da einfach reingeht? Nee, ich bin komplett noch. Okay, dann. Weil Zappa macht auch nichts. Ja. Dem okay, Typen dann nicht. Dann geh ich da rein. Ja, und ja. Du machst das. Darf ich? Kapitel 3. Ja. Du kannst auch gerne sagen, wenn ich das nicht, aber. Nee. Doch, du machst da Sachen. Ja, mein Zettel ist voll. Ich nehm einfach meinen Block hier. Ich schreib dir das hier drauf. Den Zettel. Ja, Nora, so brauchst du nicht mehr. Too soon? So, ja, als Geist. Folge ich natürlich der Kapitänin und Derek. Derek. Mhm. Derek. Ja. Ja. Du folgst hinterher. Derek. Ja. Und du fliegst drüber hinweg. Und ich hab ein Shield an. Oh, voll lieb. Derek. Das gibt's hier nicht. Wow. Tut mir leid. Oder Pen and Paper basiert auf Realismus. Ja. Du wirst währenddessen von Koa abgelegt. Hm. Und Kissen drauf. Nee. Und du heilst um 2 Punkte. Oh, Buga. Das ist mein Shield. Yeah.
Derek, pass auf, das müssen wir noch verbinden. Und so eine Knarre. Wo ist die? Noch, die ist noch da. Beziehungsweise, vielleicht gibt sie dir auch, ja, weil du hatte hier. Safety an. Was zum Arsch? Dieser Matteo, ey. Was? Ja, das ist Matteo. Das ist Matteo. Deine Kröte hat mich auch angegriffen, oder nicht? Ja. Und er hat mir nicht geholfen, oder? Nein. Oder doch, der. Also, beziehungsweise, er wollte helfen. Ich habe es verhindert. Ich weiß nicht mehr, wem man hier noch trauen kann. Ich würfel auf Savvy. Ich will wissen, ob ich ihr traue. Ja. Hast du das gesehen? Es war so 13. Also, ne, minus. 0. 13. Ja, also, sie wirkt auf dich so, als würde sie gerade die Wahrheit sagen. Okay. Sie hat dich auch gerade gerettet. Also ja, ja. Das ist ein gutes Argument an sich. Ja, ja. Ja. Wie Zettel. Dann gehe ich als Geist dann doch wieder rüber zum Professor. Ja. Sagst du mir bitte, was ihr macht? Nein! Aber sie ist da, Petra. Sie ist gerade da. Ja, Matteo, was tust du? Ja, Sekunde. Bibi, die Babi. Jetzt wird's kompliziert. Ja, gib mir alles, was du hast. So, dann kommen wir so lange in den Chat. Also, Max schreibt da was. Ich guck gleich nach in den Chat. Alle sehr traurig, dass ich tot bin. Nicht tot. Ist sie verrückt? Wir sind alle schockiert, nicht wahr? Das ist schon krass. Aber woran? Weiß ich nicht. Das ist, was mich so heftig wundert. Ich hab leider keine Animation bekommen. Weiß nicht, wer. Die Todesanimation haben wir nicht gesehen. So. Ich hab eine Überlegung, aber. Geh weiter. Ich hab halt auch eine, aber die macht nicht viel Sinn, glaube ich. Oh. Ich bin mir so leid. Meine Assistentin. Ja, ich konnte dir gar nicht so viel assistieren. Ich habe dir aber zwei verlorene. Du hast mir Kaffee geholt. Ja, das auch. Und Hans, weißt du noch, was sie sagte, dass der Imposter nicht alle umbringen muss? Vielleicht will er was anderes? Ja. Ja. Und so. Ja. Du lebst ja noch. Naja. Komm schon, Mann, wir sind doch so. Ja, ja. Komm. Mhm. Ja, sind so, ja, ja. Oder so. Alter, beim halt. Was du möchtest. Bin gespannt. Bin gespannt. Nee, lach nicht auf dich. Ich war das nicht. Ich glaube dir sogar. Ich war es auch nicht. Sorry. Übrigens, ich habe jetzt als Nickname Detlef aufgeschrieben, weil. Ich fand den Running Gag aber einfach zu geil. Ich habe mich jetzt gerade selbst Detlef genannt. Also, ich meine, Johnny vertraut dir. Detlef nicht. Ich fand ihn zu geil. Ich muss. Derek. Der Detlef? Derek. Ich muss mal sagen, ob das erste und das zweite geht oder ob du es überhaupt verstehst, weil das erste, was ich machen wollte, ist dann in die Hose gegangen. Also gehe ich jetzt nicht mehr. Schon wieder BAföG abgelehnt. Der Mord ist in die Hose gegangen. I see. Ah, okay. Mhm. Nee, das erste ist tatsächlich. Ja, das eine. Nicht möglich, aber das. Das eine nervt mich das so hart, das kann ich jetzt aber leider nicht sagen. Hier gibt es was, was mich richtig, was richtig ärgerlich ist, aber ich kann es jetzt nicht sagen. Das kann ich aber erst nach dem Spiel sagen, aber das ärgert mich richtig hart. Ich will dem Game Master die Schuld geben. Nee, das, aber es ist so, ich hatte hier nämlich was stehen und das habe ich dann weggradiert und danach wurde was dazu gesagt, dass ich mir, ach scheiße. kannst du mir den allerletzten Satz nochmal? Achso, ja, das sieht wieder aus. Der allerletzte Satz. P. Das ist ganz unten? Ja, das ist ganz unten. Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, was es heißt. Und nicht drauf und nicht drunter und nicht außen, sondern im. Im. Poster. Oh je. Ein schönes Rätsel. Ein Poster. Ein Poster. Ein Post-it? Ein Post-it. Lebt denn der alte Kröten-Johnny noch? Kröten-Johnny noch. Kröten-Johnny noch. Ah, ja, das dachte ich mir schon. Also das ist, okay, ich weiß, was ich machen möchte. Mhm. Kann ich irgendwas machen? Ja, also oder ihr habt jetzt eure Sachen gemacht und wir würden jetzt nochmal hier einsteigen. Ja, ja, ja. Ihr habt jetzt ja parallel. Okay. Wenn Matteo mir helfen wollte und du mir helfen wolltest, und scheinbar ist jeder andere tot. Zappa. Also Zappa. Ich weiß nicht, Zappa. Traue ich das nicht zu? Ich auch nicht. Sind wir mal ehrlich.
Der Professor ist eh ein bisschen dement. Es kann gut sein, dass er da gerade seinen Verstand verloren hat und anfängt, irgendeine Scheiße durchzuziehen. Na, vielleicht Angst, dass er den Rückflug gar nicht überlebt. Der Typ ist wie alt? 48? 98? Wahrscheinlich schon. Der fliegt auch noch 30 Jahre zurück. Das schafft er doch nicht. Deine Frise von der Seite ist einfach so eine richtige Cap nach hinten, wie so ein Fahrradhelm. Die Frage ist, soll ich so tun, als wärst du gestorben? Das mag ich. Das finde ich lustig. Das finde ich lustig. Ja, du hast eine Pistole, oder? Mach mal so, ja. Ich ziele auf den Professor. Du zielst grundsätzlich auf alle hier. Ich vertraue wirklich niemandem. Meinetwegen auch auf mich. Wir wissen ja auch noch nicht mal, vielleicht ist doch jemand befallen oder ich verstehe einfach nicht. Es ist doch in wenigen Stunden hier, gehen wir doch. Naja, ich werde das mal so beginnen. Und Koa kommt zu euch raus. Also zu dir alleine, ja. Und, wieso ist er in meinem Büro? Professor ist da reingelaufen. Wo ist Zappa? Ich glaube in der Küche. In Communications, der ist da einfach schnurstracks. Der hat nicht auf mich gehört. Derek ist tot. Schon wieder? Jetzt muss ich unterschreiben. Ich will nicht unterschreiben. Okay, dann komm mit, wir gehen zu Communications. Okay. Und Kommunikation. Well, sie geht mit dir zur Tür und die Tür, du hast sie nicht verriegelt oder so, ne? Nö, die geht einfach auf. Was tun Sie hier, Herr Professor? Ich schau dich so an. Ja. Ich schau Matteo so an. Ja. Wieso sind Sie in meinem Büro? Das hat alles seine Gründe. Ich möchte Ihnen jetzt nicht zu viel verraten. Ich kann Ihnen nur sagen, hier geht was vor sich. Und ich laufe einfach an dir vorbei, weil ich möchte wohin. Ich lasse dich hier jetzt nicht raus. Und sie hält dich an der Schulter fest. Was hast du hier gemacht? Was hast du sonst gemacht? Was hast du draußen an der Station gemacht? Ich stehe übrigens bei der Krankenstation und quasi an der Galerie so am Gucken und dass ich das mitbekommen. Dich wird auch keiner, also die gerade raus schon gehen, so, ja genau. Ich würde mir mal sagen, wie es Detlef geht. Er ist tot. Inside Check. Und das ist der Moment, in dem ihr aus dem Lüftungsschacht in Communications ein Geräusch hört, als würde etwas entlang schaben und versuchen, dort rauszuklettern. Verdammt, genau wie ich erwartet habe. Ich gehe sofort wieder an. Wir müssen das schließen! Und sie versucht, einen von den großen Schränken in dem Raum einfach auf den Schacht drauf zu donnern, aber sie schafft das nicht alleine. Ich dachte, man kann die Schächte schließen. Ja, man kann sie auch noch digital schließen. Deswegen, ich drehe mich sofort um und gehe wieder an das Main Hub und möchte bitte die Schächte schließen. Ja, du kannst. Mach ich. Ich möchte alle lilanen Schächte zumachen. Ja, würfel bitte einmal auf Tech. Ich benutze mein schönes Hightech-Gerät. Ja. Aber ist das denn aus dem lilanen Schacht? Ah, nee, das Orange ist eine Kamera, ja klar. Ja. Das ist eine 17. Aus. Und die Schächte schließen sich. Und man hört es jetzt von innen immer noch kratzen, wie ein kratzendes Geräusch, es quietscht dann so leicht. Aber ja. Ich als ob du den einen Film gesehen hättest, Fedra. Das ist echt lustig. okay, ich möchte jetzt. Ich muss unbedingt was nachprüfen. Sie können gerne mir wir alle Fragen später stellen, aber alle ich muss mit. Sofort. Ja, gehen Sie gerne mit. Alle laufen mit und ich möchte zu Security. Sofort wir laufen reinlaufen mit. Und ich gehe an den PC und möchte bitte. Ich stehe raus mit der Knarre auf den Professor gezichtet. Werde sie quasi aus Communications rausgehen vom Krankenzimmer. Derek! Ja, ich ignoriere dich einfach so ein bisschen und sage: Detlef, was machst du mit der Waffe da? Nein! Achso, stimmt, du hast gesagt, er ist tot. Ja, ne? Ja. Detlef, was machen Sie denn hier? Komm schnell mit! Wir müssen das nachprüfen! Der hat doch gesagt, er ist tot! Ich hab.
Ich hab. Sie hat gesagt, er ist tot, sie hat gelogen. Ja, Captain. Damit Derek. Es gibt auch der Derek gelogen. Ich lauf einfach. Ich fange einfach. Er läuft einfach. Derek, mach irgendwas. Mach irgendwas. Du ziehst deine Waffe. Ist das jetzt schon eine halbe Kampfhandlung? Es geht mir nur darum, ob ich jetzt den Battlemap aufstellen muss oder nicht. Wir haben einen komischen Fuck, Derek. Ist Detlef, kommen Sie mit. Wir müssen was nachprüfen. Derek, tu irgendwas. Derek, was ist Waffe hier jetzt los? Derek, warum hörst du auf? Also, jetzt kommen Sie mit und ich laufe einfach in Richtung Security. Wir müssen da jetzt hin. Ich mach nichts. Du machst nichts, okay, du läufst. Ja, mit, wir latschen da. Wir gehen in Security. Und ich gehe sofort. Also, wenn alle mitkommen, jetzt erstmal grundsätzlich, oder geht jemand ja, nicht ich mit? Ich sprinte da, wo meine Kamera liegt. Boa würde allerdings versuchen, jeden okay. mit reinzudrücken. Also, man müsste sich gegen Koa schon wehren, weil die Kapitänin gerade einfach alle irgendwie zusammenhalten will. Ich geh mit. Hast du das gecutie? So, was ist los? Nice. So, und ich gehe sofort an den PC und versuche mir die Frachtaufnahmen von den letzten 24 Stunden anzuschauen. Nur vom Frachter. Ja, mit Minecraft. Die Aufnahmen sind ja, nicht hast du gesagt. Da. Und ich möchte versuchen, die wiederherzustellen. Du möchtest versuchen, die Aufnahmen wiederherzustellen? Ja. Ich möchte schauen, wie hoch der Schaden ist, indem ich mir das System anschaue. Defragmentieren. Möchte schauen, ja, und schaue, ob ich mir vom Frachtraum irgendwie Daten anschauen kann, was da drin passiert ist. Nur vom Frachtraum? Ja, nur vom Frachtraum. Okay. Ich will nur wissen, was im Frachtraum passiert ist. Du musst mir auf Disadvantage würfeln und ohne dein extra... Megatool. Nee, das geht ja da nicht. Das Ding ist, da musst du ja jetzt, wenn du willst, was aufheben, was auf ja auch von dir also deswegen mach's mal auf Nachteil. Du musst halt über die 12 kommen. Zweimal und zweimal das Niedrigere. Das ist nicht gut. Ja. Multifunktionstool. Nachteil klingt tatsächlich nicht, weil es vorteilhaft. Derek, lass dich mal kurz anschauen. Bei einer 2 bin ich nicht so gut dabei. Ja, dann tut es mir leid. Aber das ist jetzt ja wirklich... also, du schaust dir das System an. Verdammt, Mann, das wäre so wichtig. Wieso? Was versucht er da? Was machen sie? Er versucht nachzuschauen, was im Frachtraum passiert ist. Sie haben doch alle gesehen, dass die Kiste des Frachtraums von innen geöffnet wurde. Das habe ich gerade versucht zu machen. Haben Sie die Aufnahmen gelöscht? Aufnahmen wiederherzustellen. Moment, Aufnahmen herstellen, das kann ich. Wie oft ist mein PC schon abgeschnitten? Das muss ich so auch versuchen. Währenddessen, ja. Während ich das halt sage, bin ich halt gerade am Machen und Tun und Tippeln und das weiß ich. Du dachtest es auch noch, aber mit einem dritten lasse ich. Oh nein, eins. Was macht den dritten kann ich. Er wird es auch versuchen. Aber. Das wird es auch versuchen. Ja. Aber drei jetzt kann ich alle Aufnahmen nicht gelöscht. Ja, also es ist jetzt wirklich verlorener Posten. Also, Derek versucht, du kannst, also wirklich, er versucht, was zu tun. Ich schau, ich mach nur so. Genau. Er drückt einfach wirklich. Es gibt so eine Taste gar nicht. Was könntest du denn noch tun? Entfernen, Papierkorb. Naja, überschreibt. Entschuldigung. Den Spaß überschreibt einmal vorne Spaß mit Blue Rays. Genau. Die eigentlich zur Unterhaltung da sind. Ja. Aus dem Kinosektor. Da war noch ein Blu-ray drin zum Kauen. Ja, genau. Und jetzt läuft die ganze Zeit Alien. Und ich schau gerade so hin und wahrscheinlich war die Kapitänin, was machen sie denn da? Und ich sage dann, ja, gerade alle unsere Aufnahmen. Ja, und jetzt läuft ein Horrorfilm. Das ist Damage Staffel 4. Voll gut. Ein wirklicher Horrorfilm. Also, bitte. Also. Es könnte sein, falls sie das nicht mitbekommen haben, sie waren doch alle im Frachtraum, ne, und haben unseren, wen haben sie gefunden? Konrad, der Rekord. Ich wollte gerade Heinz sagen. Detlef, warte. Detlef. Und es war ganz offensichtlich, dass diese Kiste von innen nach außen geöffnet wurde. Neuch. Oder Neuch? Ja, war es. Schon mal daran gedacht, dass es sich hier um eine Lebensform handeln könnte. Peter Bohlen an unserem Tisch. Die ausgebrochen ist. Und jetzt hier auf unserem Schiff in den Lüftungsschächten unterwegs. Deswegen habe ich gerade die Lüftungsschächte in Kommunikation geschlossen. Ja. Es gab Zug. Wir haben es ja auch gerade gehört. Über die Luftschächte. Ja. Von außen. Vor der Lebenserhaltung, der Lebenserhaltungsluftschacht. Bis hin in den Landwirtschaftssektor, inklusive der Quartiere und Kommunikation. Ja. Ursprünglich aber dachte wir ich, einer von Ihnen, euch. Aber wir haben dieses Wesen doch bis jetzt noch nicht gesehen. Wie kann es sein? Ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, deswegen muss ich nachprüfen. Derek. Der Professor ist plemplem nach 10 Jahren. Der ist komplett durch. Over. Ja. Also, wie wollen Sie das nachprüfen? Leider lösen. Sagen Sie nicht, Sie wollen den Schacht öffnen.
Was wir natürlich machen könnten, wir haben eine Kamera in Kommunikation. Wenn wir den Schacht nur auf der Kommunikationsseite öffnen, hier in Security bleiben, die Tür verriegeln und den Schacht öffnen, könnten wir uns anschauen, um was es sich da handelt. Dann kommt er auf der anderen Seite des Schachtes wieder raus. Weil man kann die Schächte doch nur verriegeln, oder nicht? Achso, ich kann den Schacht nicht einzeln verriegeln. Das Problem ist, er kommt dann woanders ja wieder raus. Also außer wir müssen einen tatsächlichen Notfall... Glauben Sie nicht, dass wir hier einen Notfall haben? Nee, aber ich überlege ja gerade. Also das Problem ist, an sich regeln alle gleichzeitig ab, ja. Könnten wir nicht... Wir sind 1, 2, 3, 4... Jeder steht irgendwo. Tapper 5. Heinrich fehlt ja auch noch. Ja, wir müssten alle auf... Nee, wir haben fast gar nicht... Das sind zu viele Schächte gerade. Ja. Und wenn dann einer von uns angegriffen wird, ist der alleine. Wir könnten aber trotzdem die Türen... Ich hab nicht meine Waffe, Derek. Warum hast du eigentlich eine Pistole? Wir haben aber halt keine Kameras in den Quartieren und auch nicht im Landwirtschaftssektor. Wir wissen schon, dass es Zugriff aus Matthäus' Zimmer gab. Auf Wo? Unser Gesamtsystem. Das... Nein. Nee? Ich hoffe, das wissen Sie. Sie sind doch immer den ganzen Tag in Kommunikation unterwegs. Wo haben Sie das denn gesehen? In Security gab es auch einen Zugriff. Wann? Ich habe keine zeitliche Angaben. Ja, also es gab heute Nacht einen Zugriff. Von beiden? Mhm. Heute Nacht? Sowohl Security als auch Ihr Quartier, davon Matteo. Davon weiß ich nicht. Mhm. Haben Sie Beweise? Ich möchte gern sehen, wo Sie das gelesen haben. Bis dahin sind Sie mir sehr suspekt. Kann ich ja, am PC Daten einfach halt. Lokal ja. öffnen und bam, hier, da. Schauen Sie mal. Was? Ist das nicht Ihre IP? Also Matteo PC. Punkt ist, also der Punkt ist, dieser Zugriff fand halt, also das muss man jetzt so noch klarifizieren, das bedeutet, also es ist aus diesem Zimmer geschehen. Ja, genau. Das bedeutet aber nicht. Ja, ja. Genau, ja. Der Zugriff ist nur geschehen aus Ihrem Zimmer. Ja. Haben Sie dazu irgendwas zu sagen, Herr BAföG? Ich glaube, so heißt er gar nicht. So, warte mal, wer sind Sie nochmal? Detlef. Ah, Detlef. Ich weiß von nichts. Vielleicht. Dürfen wir denn mal Ihren PC unter die Lupe nehmen? Na klar, vielleicht wurde da eine Derek in the Middle-Attacke ausgeführt. Was? Derek in the Middle? Ja. Der neue Todesvirus einfach, der umgeht. Derek in the Middle einfach. Dabei wird... Also, Sie wissen das doch. Sie sind doch IT und so, oder? Derek in the Middle. Dies wollen Sie mir gerade hier verkaufen, euch? Also ich gebe zu, ich habe vorgestern mir einen Torrent runtergeladen. Ich weiß, man darf Filme nicht raubkopieren, aber... Wie zur Hölle habt ihr Internetverbindung? Ich wollte sagen, das existiert gar nicht. Auf dem guten Planeten ist euch 13. Sie würden kein Auto klauen. Sie würden kein Auto klauen. Allein dafür sollte ich sie erschießen. Wissen Sie, was sie meiner Branche antun? Also wir erschießen jetzt gar niemanden. Ich habe mich aus Charlottes Bibliothek bedient. Und ich möchte rausgehen in Richtung der Quartiere, weil ich mir sein PC und die Lupe nehmen möchte. Ich gehe mit, ich gucke mal rein. Ich habe ja gerade die Beweise. Wir folgen, geben. Also sie würde euch die ganze folgen. Halte bitte deine Waffe auf, Matteo. Ich geh so Call of Duty-Style, weißt du? So, so und ich hier, möchte bitte, fertig. Dass wir in Matthäus Zimmer gehen und ich möchte mir den PC da anschauen und alle Daten rauslesen, die ich kann. Ihr öffnet die Tür. Oh, das ist ein bisschen irgendwas. Oh, das war eine richtig schlechte Idee, glaube ich. Zu Quartiere. Und in dem Gang liegt. Heinrich. Heinrich. Ach, jetzt liegt ja schon wieder einer, Mensch. Ich lauf zu Heinrich hin. Er sieht genauso aus wie Konrad. Zwillinge. Matteo, können Sie mir eigentlich mal sagen, woran die ganzen Leute hier verstehen? Was machen Sie eigentlich? Ich untersuche Heinrich. Mhm, bitte einmal auf Bodywürfel. Genau, weil ich jetzt wissen möchte, was zur Hölle eigentlich da los ist. Wobei, du musst nicht drauf würfeln. Also, das ist bei Konrad schon geschafft. Du siehst, der wurde auch irgendwie gebissen und irgendwie von irgendwas noch. Also, er wurde gebissen, er wurde von irgendwas geschlitzt und müsste ich mir genauer anschauen. Mit einer Bandagenschere. Erstmal sezieren auf der Stelle hier. Der Bandagenschere, wo gemerkt, ja. Ich guck mal. Wir müssen das jetzt mal ein bisschen mehr untersuchen. Und ich guck mir die Bisswunde nochmal genau an und ich mach da. Ey, wisst schon, was ich tue. Wir laufen weiter. Kenn ich irgendwas? Achso, Moment, was? Ich untersuche ihn. Wirklich?
Also okay, du bist wund. Ja, ja, ja. Ich muss ja irgendwas, wir müssen gewürfelt? Irgendwas noch rausfinden jetzt. Hast du gewürfelt? Irgendwie 15 oder so. Okay, ja, also, du stellst fest, ja, dass die, vor allem die Spuren insgesamt von den Bissen und so, der Kiefer muss größer sein jetzt. Also wenn das vorher so war, es war schon vorher nicht menschenähnlich. Nicht gut. Aber es ist jetzt einfach, der Kiefer ist viel größer. Captain? Also das, was auch immer gebissen hat, ist jetzt viel größer. Ich möchte mir bitte seine Schildkröte angucken. Captain, gucken, das ist einfach, ich hol die Kröte raus, das passt nicht zu den Bissen. Ich weiß nicht, was mir dieser... Die Kröte ausschalten! Hier, bitte, Sie haben mir sie geschenkt. Bang. Du schießt auf die Kröte? Nein. Ich weiß, doch. Jetzt habe ich das auch schon gemacht. Doch. Du schießt auf die Kröte. Haben sie mir geschenkt. Okay. Was passiert? Die Kröte, ich nehme die Kröte. Du nimmst sie und es wird drauf geschossen. Und wir müssen jetzt mal schauen, ob du sie zerschießt tatsächlich. Ja, peng. 1d4 Schaden, 1d6 Schaden, ne? Ja, du musst sie noch treffen. Ich glaube, die hat auch, die hat irgendeinen... Ach, Rüstungsklasse 13. Ja. Was hat sie? Die R13. Ich ja. Niemals treffen. Worauf würfel ich? Einfach auf... D20? Ja, D20. 12. 12. Bin ich gut im Schießen? Nein, stimmt nicht. Bestimmt nicht. Also er müsste eine 13 überwürfeln, also ja. 13 treffen oder überwürfeln. Oh Gott, okay, dann ist... Kriegst du noch irgendwas drauf? Nur... Nee, du so. Kriegst, glaube ich, nichts mehr drauf, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher, du hast Schüsse. Gar nix. Mach das Ding kaputt. Er hat verfehlt. Nee. Er schießt vorbei. Also du zitterst so sehr. Er zittert einfach. Oh, er hat Gott. Angst vor der Kröte, er hat Angst vor allem. Er trifft aber keinen von euch, dafür hat er gut genug gewürfelt. Der Schuss geht einfach daneben weg. Jetzt hört ihr doch mal auf, mit dem Ding herumzufuchteln. Ich hab doch nur einmal ausnahmsweise. Hat nichts mit... Erstens jetzt hören sie auf, hier rumzuschießen. Ich das an. Rummel ein bisschen das an der Kröte rum und mach sie aus. Mhm. Captain, gucken Sie, das Gebiss ist viel zu groß. Das ist richtig groß jetzt. Und zweitens... Nehmen Sie doch direkt bitte endlich die Pistole weg. Nein. Das war tatsächlich gerade nicht so sicher. Nein, natürlich nicht. Bist du jetzt nicht mehr schießen? Ich wurde bereits von... Ja, natürlich nicht. Außer auf das Alien. Das darf ich ja schießen. Dankeschön. Komm, wir ziehen schon mal Richtung Schacht. Wenn das Alien, ja, ihr hört, wir sind ja jetzt in dem Flur. Man hört es kratzen in dem Schacht. Warte, was bitte noch? Wenn das Alien einer von uns ist... Nur eine Frage. Du meinst, noch eine Frage. Jemand unter uns? Wie hieß nochmal die Kampagne, die wir gerade spielen? Jemand unter uns? Ja. Einer unter uns. Keine. Oder? Wie heißt? Wie heißt das Stream? Einer unter uns. Einer unter uns, ja, doch. Da ist das ja das gerade doch richtig gesagt. Du hast jemand unter uns gesagt, oder? Na, aber nee. Davor. Ja, hast du schon richtig meinst gemacht. Meinst du, es ist egal. Ja, meinst du, es ist einer unter uns. Und ihr merkt schon, dass das Drücken gegen die Schachtverschließung. Ja. Halt immer stärker wird, ne? Also da geht schon richtig... Sagen Sie mal, wie soll man, wenn ich keine Kameras in den Schächten, Mensch, hör mal. Ich möchte sofort in Matthäus' Raum gehen, ja, um den PC abzuchecken. Ja. Richtig für die Schmuddel sein. Wir haben nicht so viel Zeit. Ja, ihr geht in den Raum rein. Die Frage ist, ist dein Computer da? Wie bitte? Steht dein Computer da? Ja. Schnell Nein sagen. Es ist so ein richtig geiler... viel zu teurer für einen Studenten Gaming-Laptop. Für 4.800 Euro gekauft. Ja, genau. Mit Dockingstation, externe Grafikkarte, Triple-Monitor-Setup. Aber auf BAföG angewiesen. Zwei mechanische Tour, 5 Stream-Decks und auch dieses Stream-Deck, wo man mit einem Fußschalter jetzt Sachen macht. Aber wohin streamst du denn? Du hast so ein Lenkrad da rechts und so Gas wieder links. Er hat ja keine Internetverbindung. Also er gönnt sich einfach. Und was auf dem Display gerade offen ist, ist Bandicam. Darüber ist Fraps offen. Und Minecraft. Ein Hardcore-Speed dran. Und dann nehme ich mal einen Ordner mit Folge 6378. Alter. Ich hocke mich an den PC. Das ja. Nicht an den Ordner gehen. Wenn du was von löscht, das muss ich alles noch hochladen. Ich sitze nur so da, so wortlos. Und scrolle. Und scrolle. Könnt ihr mal ein bisschen weniger entspannt scrollen? Das Ding, ich ziehe direkt auf den Schacht und warte nur darauf, dass es raus ist. Na gut, ihr seid jetzt, also bist du mit in den Raum gegangen? Da, wo der Schacht ist. Okay, du bist da, wo der Schacht ist. Der Schacht ist ja. Ein Gang, oder? Ja, nicht in einem Gang. Ja, Raum. Genau. Ich ziehe auf den Schacht. Also, es ist jetzt schon ist der Schacht auf dem hart. Ja. Es ist hart am Hämmern. Na, also du hast schon langsam, es ist schon so ja. Langsam ich am... Ich lege die Kamera so hin, dass man mich sieht und den Schacht, damit ich als Held da stehen kann, wenn das soweit ist. Wissen wir, ob, hören wir das... Das Krachen vom Schacht direkt bei uns ist oder ist es Communication oder Landwirtschaftssektor oder wissen wir, dass ihr es hört, bei Quartiere ist? Ihr hört, dass es bei Quartiere ist. Also es ist wirklich das ist der richtig Schacht. Gut. Das war eigentlich Zappa. Die war doch da.
Jetzt hat man sowieso fast. Ist irgendwie nicht mehr da gewesen. Wie ist sie irgendwie nicht mehr da gewesen? Währenddessen mache ich meinen Computer kaputt. Und dann möchte er abchecken, was an seinem PC wann gemacht wurde. Ja. Mit meinem Multifunktionstool, weil das alles auslesen kann. So. Du, dein Multifunktionstool. Ich glaube nicht, dass das dafür gedacht ist. Also ich kann please. Alles mit meinem Multifunktionstool. Ich mehr so ein Taschenmesser. Ja. So ein Taschenmesser. Okay, ich brauche das Multifunktionstool zum Glück nicht. Ich habe eine 17. Okay. Mit dem Multifunktionstool eine 22. Okay. Was habe ich da gemacht? Was ist da passiert? An dem Computer 22. hat er gezockt. Und gestreamt. In Communications rein an dem Bildschirm. Nee, also aufgenommen habe ich. Ja, ja. Das ist meine letzte. Deine Rentenversicherung, wenn du nach Hause kommst. Meine Let's Play-Reihe, ja, weil ich dann alt bin. Kannst du jeden Tag für 6000 Folgen was alles dreimal täglich auf YouTube. Algorithmus killen hier. Einfach ja, bam. Ja, einfach spam. Aber kann sein, dass du viel mal Jahren, bitte auf. Dass du nicht mehr so relevant bist. Fuck. Meinst du das Vertikale? Oh, das Minecraft. Nein, sag jetzt bitte nicht. Hattest du nicht schon auf Tech gewürfelt? Ja, ja, er hat einmal, mir ging es um eine andere Sache. Also, mir ist aber auch schon bewusst, er muss ja, selbst wenn es der Raum war, nicht diesen Computer dafür verwendet haben. Nee, das wusste ich nicht. Ja, also es geht immer um den Zugriff aus diesem Raum heraus. In das Netzwerk. Aber das spielt ja keine Rolle, in welchem Raum du bist, welches Netzwerk du benutzt. Es geht ja um welchen Datenträger du benutzt hast. Deswegen dachte ich, das, was du da sagst, geht nämlich darum. Ja. Deswegen musste eigentlich am PC ja was gewesen sein. Jo, Diggi, ja, ihr wisst schon, dass IP, die ist quartiergebunden. Das heißt, jemand anderes kann sich auch in mein WLAN reingepackt haben und dann. Du hast doch selber kein WLAN in deinem Zimmer. Doch, klar. Privatsphäre. Sonst kann ich ja den Traffic von den anderen wegsnatchen. Also er hat eine VPN installiert für sich. er ist gerade in Europa. Kommen wir zum heutigen Sponsor. Also, dieser Stream wurde gesponsert von. Das Ding ist. Kannst du üble Überblick. Dir kommt das trotzdem fishy vor. Das hat nicht mehr ganz so lauber, die Leitung. Ja, also das Ding ist. Nach 10 Jahren. Ja. Wie soll ich das jetzt erklären? Also es ist immer noch möglich, dass Matteo das war. Aber ich war es offensichtlich nicht. Er war es nicht an dem PC. Ja, so. Also das ist aber wahrscheinlich auch gerade mein Denkfehler. Mir geht es darum, aber ist das jetzt falsche Angabe? Du musst doch am Ende von dem Gerät die Adresse wissen, oder nicht? Nee, von außen. Aber das Gerät hinterlässt doch auch einen Fußabdruck, oder nicht? Na. In dieser Welt schon. Kommt drauf an. In dieser Welt kannst du sowohl das WLAN als auch das Gerät ablesen. Ich bin der Meinung, dass diese Aussage, die du mir gegeben hast, relativ eindeutig ist. Aber ja, meiner Meinung nach. Ja. So oder so habe ich keine Ahnung, wie relevant das ist gerade. Deswegen, weil ich nicht weiß, worum es geht. Aber ja, egal. Nicht schlimm. Aber ja. Also davon wäre ich jetzt ausgegangen. Aber okay, da ist das fishy. Okay, aber dann gehe ich weiterhin davon aus, dass es so war. Technik. Im 20. Jahrhundert spüren. Dateien wurden gelöscht. Zugriffsdaten, tja. Und draußen hämmert es immer noch. Ich will nur anmerken, es wird jetzt nicht besser, wenn wir noch länger hier warten. Und okay, wir schließen die Türen. Wenn wo gehen wir rein? In mein Zimmer? Kommt alle rein? Nee. Ja, wieso? Wir müssen es umbringen, oder nicht? Warten wir jetzt darauf, dass das rauskommt? Wir sollten wieder gehen. Was machen wir? Ja, ihr wartet tatsächlich darauf, dass es rauskommt. Ach, jetzt raus? Oh, ja, Peng. Aber Insta-Peng. Aber dann kann ich heute wenigstens noch eine Battlemap aufbauen. Ja, Battlemap. Diese Battlemap wurde gesponsert. Wurde auch mal Zeit jetzt endlich. Ohne Witz. Aber ist ja so entspannt hier. Ja. Es tut mir leid, Nora, dass du jetzt... Ach so, ja, das, nee, das ist doch so wie bei einem gewissen Spiel. Du kannst jetzt Zapper spielen. Zapper? So, ich muss mich einmal kurz abstecken. Nora ist jetzt Zapper. Ach so. Nennen Sie mal Zapper. Ja, wo ist sie denn? Wie Zapper. Ja. Ich hab Z geschrieben. Ja, ich auch. Ich hab auch Zappa. Nee, ist die Z A P P A. Ja. Zappa. 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 Typ Zappa. Elektrik. Warum bist du Dieter Bohlen? Leute, ich habe ja immer noch der Meinung, dass wir das hier nicht machen sollten. Ey, du kannst so gut Detektiv machen, wie meine Gurke singt. Herr Tittliff, warst du dich eigentlich tot, Mensch? Ja, das war wohl eine eindeutige Lüge, ne? aber ich sag mal, du kannst so gut lügen. Wie Nora groß ist. Wow. Boom, Mic Drop, Bam. Nicht sehr. Wieso lebt er noch? Eieiei. Du kannst so gut lügen, wie ich in diesen Overall passe. Gerade so. Sehr gut. Gerade so. Oh Mann. Und was denkt der Chat, wer ist es? Wer ist es denn, Chat? Wer ist Among Us? Ich bin's nicht. Aber schaltet gerade durch das Internet-Fernsehprogramm.
Damage Staffel 5 ist wahrscheinlich schon 2500 irgendwas raus, ne? Darf ich mich, darf ich jetzt shielden? Oh ja, darf ich jetzt shielden? Mm. Küchenhilfe. Ja. Ja. Die diskutieren erstmal darüber, wie naja, passt schon. Der Geistel. Der Geistel. Der Geistel ist unterwegs. Ja. Wie gesagt, deswegen würde ich nie ich traue mich gar nicht, ein Adventure zu starten, was in der heutigen Zeit spielt. Da sagt jemand, kann ich mich am PC hacken und gucken, wer letzte Woche im WLAN war? Ich sag, kann man das? Weiß ich nicht. Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Würfel mal. 4, gut. Ja, wir sind in Fantasy Space. Wir waren da und wissen, es geht alles, ja, was wir hier tun. Ja. Und es war die Küchenhilfe, wird gesagt. Es der waren alle auf der Nova. Server. Guck mal, los. Es wird ein schnelles Ende von Derek. Mano. Deinen markenlosen Laptop. Oh, Geht's auch mit dem Wasser? Nora, komm mal auch da an, dann machen wir das so. Dann können wir es rüberziehen, genau, und jetzt kann Peter das drehen. It is. Dip. Ich weiß noch, vor Millionen Jahren hast du diese Dinger mal gehabt und ich war so, warum solltest du Space-Teile haben wollen? Warum sollte man sich Space-Teile ausdrucken? Keiner mag Space-Amt. Voll geil. Da sehe ich mich bei Space-Abenteuer. It's Battle-Map. Was denn? Was war das? Oh, mein Dings ist runtergefallen. Nein, was ist denn? Runtergefallen. Wie ist das denn passiert? Von wo? Ach so. Ach, Max, dankeschön. Der Max ist unterwegs. Der Max. Ja. Max, du. Du kannst so gut singen wie ich ohne Brille sehen, ne? Kaum. Tja. So, warte mal, eine Figur haben wir jetzt in. Oh. Oh. Hä? Oh. Darf ich meine Figur trotzdem sehen? Du darfst sie auch mit nach Hause nehmen. Oh, danke. Sie ist sogar orange. That's me. Oh, da sehe ich aber schlank aus. Was bin ich? WTF ist das? Ja! Ah! Bibi, wer armiges. Voll geil. Wir haben gerade. Oh, aber ich verwende deine. Also, für die. Sapper. Du hast gerade im Raum. Ich bin im Raum, ja. Ich war ja am PC jetzt hier und Matteo ist das. Er hat ja gesagt, es ist bei Minecraft so. Ja, ja. Ich stehe so an der Tür mäßig. Er schaut mir beim Speedrunnen zu. Nicht mehr live, nicht mehr live. Ist sie nicht mehr live? Nee, ich hab. No! Hast du echt den Stream rausgemacht? Nein, ich hab die falsche Szene angepickt. Tja, Detlef war schön, ne? Ja, war richtig schön. War richtig schön, ne? Drei Steine. Jetzt machst du nicht lustig. Ja, aber ich bin jetzt mal so, ne? Wir haben noch keine Chance gegen einen freaking Alien. Ich bin Opa, Alter. Ich bin Wissenschaftler. Ich habe eine Knarre und ich werde jetzt einmal draufschießen, dann wird das Ding, werde ich verfehlen und dann wird es nicht angehen, bin ich gone. Ich hab doch gesagt, wir sperren das mit der Kamera? Keiner auf mich. Ja, gib mir nochmal kurz, bitte. Ja. Ich bin nicht mehr so sass. Du kannst so gut singen wie Derek schießen. Gar nicht. So, also voll verfehlt jetzt. Also mal, ne? Oh, Mensch, neu. Ja, nicht? Neu. Also. Ich glaube, ich habe dein Vertrauen wieder gewonnen. Nein. Hä? Also Dereks Vertrauen hast du nicht. Aber Detlefs. Oh, Detlef ist kein Fan von dir. Ich hab schon gemerkt, irgendwie wollte er mich abknallen. Ich hab gar nicht, was da passiert ist. Ich meine, Detlef vertraut dir gerade so viel wie eine Maus in einem Bussard, ne? Viel, ja. Nicht so viel. Bist du die Maus oder der Bussard? Ich will dir erstmal nicht vertrauen. Fangen wir mal damit an. Neu. Besonders, weil ich das machen kann. Du bist direkt unter mir. Ich kann dich also abstechen hier. Neu. Pass auf, ich. Das sieht man da hier im Stream. Ich stech dich ab. Kannst du mal so tun, als würde ich dir wehtun? Auf Rhythmus, okay? Oh, ja. Wir sind live, Hans. Benimm dich mal, wenn du mich schon stichst. Ich steche hier und du machst Aua. Komm. Und Nora hat Spaß. Ja, hier Spaß. Auf deinen Kopf, Mensch. Hans, mach doch mal mit jetzt hier. Und. Ja. Das sah mir ganz gut aus. Warte. Oh. Battle Map. Wunderbar. Ah, da hier. Oh, Battle Map. Okay. Cool. Gewonnen.
So, was ist denn hier los? Also. Wo ist denn der Viertel im Bilde? Ich bin nicht so nah, ne? Weißt du, die Idee war ja. Achso, wo stehst du? Ja, du darfst dich auch noch. Nee, du kannst dich auch noch woanders. Was war das denn da, da? Ich bin eh so, dass der es mich umbringen kann, wenn ich verfehle. Nimm mich! Aber ich sag mal so. Ich bin als Held gestorben. Will es ja nicht so sein, Petra. Ja. Aber er kommt nur aus dem Schacht. So schwer ist es gar nicht zu hitten. Ich krieg Vorteil, finde ich. Der kann ja direkt auf den Schacht zielen. Ja, das ist legit. Also darf ich anfangen, weil ich schieße? Ja. Peng. Ja, das wird. Er weiß ja nicht genau, wo du stehst. Also. Neun. Max sagt Sekunde. Eins. Neun. Also, es gibt keine Initiativrunde. Du darfst gerne würfeln. Hau einfach auf. Baller einfach. Weil der dran ist, bestimmt wer als nächstes dran ist. Du bist. Du machst du haust deinen Body-Wert noch mit drauf? Ich nehm den. Meiner funktioniert heute nicht. Meiner Würfel gehen heute nicht. Okay. Okay? Okay. Wie war der Body? Warum? Ist ja nicht Nahkampf. Nahkampf ist ja Body. Knarre. Ach, stimmt. Also, ja, Tech. Tech? Mhm. Das ist auch 0. Das ist genau, was ich gerade Triff bitte. 10. Und Vorteil. Mhm. Hast du mir gerade gegeben? Ja, ja, ja. Weil du mich so gern hast. 5. Darf ich, weil theoretisch steht hier, ich darf einmal pro Session rerollen, ich bin ja gerade kurz gestorben, wieder wach. Mach Spaß. Das ist immer noch die gleiche Session. Ich mach netter Versuch, Detlef. Ich überleg gerade, ob du eine Risky Attack machen kannst. Oh, hab ich nicht noch Void Points oder so? Bitte DM, bitte. Was nee, ist dann Risky müsstest Attack? Du vorher sagen, was du sie machst. Ja, dann kannst du mehr Schaden machen, aber wenn es halt verfehlt, dann kann halt was Schlimmeres passieren. Was wäre denn jetzt, wenn ich mit meinem Würfel gewürfelt hätte? 3, gut, hätte keinen Unterschied gemacht. Also, ein Wesen mit clownartigen. Hat es in irgendeiner. Clown? Ich sehe es ja noch nicht, ja. Hast du die jetzt noch krummer gemacht? Nee, ich bewege sie nicht. Ja, sie verlieren die Friese. Doro? Fällt auseinander. Und mit einem Doro. Eklig aufgehenden Mund, der so. Was ist denn gerade? Ich weiß nicht, warum. Ist egal, lass es so. Ist gut, lass es einfach so. Schön. Der so seitlich und nach oben sich aufschieben kann. Ich bin auf Ellen hier, Mensch. Ja, kommt aus dem Schacht geklettert. Wir sehen es aber nicht, also Matthias und ich und Cora. Cora! Ja, alles das Gleiche. Cora. Nee, wir sind alle hier, Corin, was? Corin, ja. Wir sind, genau, alle hier in dem Raum gerade. Und ihr hört den Schuss, ihr hört auch, dass es aufberst. Es wird wohl aber daneben geschossen. Da wir keine Initiativreihenfolge haben. Rennen wir alle auf einmal los. Nee, würde ich euch tatsächlich entscheiden lassen, dass ihr auch noch vor dem Monster etwas macht. Aua. Ja, ich weiß nicht so, du hast das ich ja gesagt. Ich will aus der Tür gucken. Ich will nur gucken, ja, wie es aussieht. Das kannst du, ohne dass du dich bewegst. Kann ich sehen, ob es in irgendeiner Form Ähnlichkeit mit den Kristallen hat, in irgendeiner Art und Weise? Ich habe da ja 10 Jahre an den Kristallen geforscht. In 10 Jahren kein Alien entdeckt. Ja, und jetzt plötzlich erscheint. Ja, boom. Ja, du kannst aber mal auf Savvy würfeln. Das ist nicht gut, glaube ich. Savvy ist nicht. Ah, 0. Natural 20. Das ist ein Alien. Danke. Du siehst an ihnen, an so kein Kristall, aber du kannst sehen, dass es immer noch auf etwas rumkaut. Das macht aber trotzdem keinen Sinn. Und es ist. Das macht keinen Sinn. Ein Kristall. Wie ist das von innen dann geplatzt? Bakterium? Wie bei Life? Ich schreie übrigens noch. Lösch das! Lösch das? Ihr habt doch gefilmt, wie ich geschossen habe. Ja, verfehlt, also. Wenn ich sterbe hier, lösch das! Nee, oder nicht? Nee, zeig, wie ich versuche, ein Held zu sein. Schon okay. Ihr könnt auch euch alle noch bewegen. Ach so! Um Detlef, lauf mal euch. 15 Feet. Also 15 ich laufe Meter. Richtung. Ach, das ist ja eine Tür. Die konnte ich von dir gar nicht sehen. Ja, da ist eine Tür. Das hier wäre die nächste Tür. Dann. Ich laufe zur Tür rein und sage, das ist da, es ist da, es ist da, es ist da, es ist da. Und ich würde sofort mechanisch also die Tür dann verriegeln, sobald er drin ist. Bevor er drin ist. In das Zimmer von Matteo? Wie, was? Ja, wir sind im Zimmer von Matteo. Ja. Wir sind im Zimmer von Matteo. Okay, so, also du willst... einsperren. Ich will uns einsperren, dass wir nicht draufgehen. Ja, cool. Okay. Das ist so ein... Aber du schaffst das schon, ne? Du kommst gerade nicht weiter in der allerersten Runde, ja. Die anderen Türen sind ja auch alle zu. Die gehen nur mit dem Code auf. Die Tür von hier geht wieder ganz normal auf. Also ihr könnt die Tür zu Matteos Zimmer verriegeln.
Und ihr müsstet die Tür zu Quartiere auch nochmal extra verriegeln, weil ihr ja den Sicherheitsmodus, der würde ja... Kann ich das von seinem PC machen? Nö. Nein. Ah, zu viele Minecraft Let's Plays. Ja. Hackerman. Ja, also aber ihr könntet, Matteo kann auf jeden Fall sein Zimmer nochmal verriegeln. Also jeder von euch kann sein Zimmer verriegeln. Das Vieh kaut ja auf Energiekristallen rum, hör mal an euch. Wollt ihr irgendwas tun hier drin? Ich schau fasziniert dieses Vieh an. Ja. Sag fast zu einer Kröte, die ist sehr stark. Nee, ich sag, Derek, komm rein. Ich versuch Derek reinzuziehen ins Zimmer. Du nimmst... Ja, machen wir einfach. Ist, glaube ich, eigentlich nicht so ein Ding, aber nimmst deinen Movement und ziehst ihn rein. Ich schaue mir erstaunt dieses Vieh an, wie es auf dem Energiekristall noch rumkaut und sowas. Ist nur gar nicht dran. Ach, sorry. ja, Chor. Neu. So. Wollen wir uns jetzt wirklich hier einschließen? Schaut mich so an. Geht er im Vortritt? Kampf nicht geeignet. Der Vortritt, ein Professor. Sie gehen in den Nahkampf, ihr habt die Knarre. Sie sind Captain, sie gehen als Erste aus Matthäus Raum. Oh Mann, das ist wunderschön. Treten Sie raus, komm. Seien Sie meine Anführerin. Oh ja. Welche Farbe hat ist es? Keine rot? Waffe mitgenommen. Das Vieh? Ja. Also ist das Farben? Ich habe keine Waffe mitgenommen. Was für die? Ihre Faust ist auch eine Waffe. Gar keinen Sinn. Die haben mich gerade alleine getragen. Sie haben genug Waffen. Ich hätte noch Lasko, die Faust Gottes. Vertrauen, weil der Dude mit. Genau so ist es. Energiekristall. Die geht vor die Tür. Energiekristall. Die geht vor die Tür, greif ihn an, wenn dann. Ja. Kann das jetzt wieder? Ja, das schafft er jetzt nicht. Sie hat ja keine weitere Waffe, weil sie kann wenn dann nur in den Nahkampf gehen. Ja, soll ich machen? Ja, aber dafür muss sie ja noch näher hin. Boxen! Ja, die Runde ist dabei. Koa ist die Letzte, die dran war. Die kann tatsächlich dann entscheiden, ob sie gleich wieder dran ist. Weil der Letzte in einer Kampfhandlungsrunde hier in diesem Regelwerk kann entscheiden, wer als Nächstes wieder als Erstes dran ist. Ja, die geht halt einfach vor und boxt auf das Vieh ein. Also entscheidet sie, dass sie selber dran ist wieder. Ja. Ist ungefähr so groß wie sie alleine. Okay. Oder wie ist es größentechnisch so relativ akkurat? Essentiell spielt Peter mit ihren Extra. Ja, ist große ungefähr akkurat. Ja. Gönn dir. Vier Arme, General Grievous, ey. Ja. Das ist ganz wirklich. Gönn ihm. Gönnjamin. Ihr müsst hier vorbei. Nee, voll nicht die Idee. Dann ist sie aber ein viel größer als ich. Also machen wir nicht. Du tackelst sie weg und stellst dich selber davor. Box die jetzt zu, komm. Ja, sie boxt jetzt. Verpasst hier eine. Wo ist eigentlich unser Schutzgeist, hä? Bling, bling. Ah, danke. Bling, 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 bling. Bling, bling. Seid gepriesen. Sie boxt und trifft. Jawohl. Oh, ist richtig so. Ja. Apaka. Die Zähne fliegen so. Macht 2 Schaden. Boah, fett. Aber ja, fürs wie viel Schaden macht Nahkampf? Darf ich das fragen? 1d4. Cool, ich wollte gerade sagen, ich kann euch so viel wie die Knarre machen. 1d6. Nö. Ein Schlag kann so viel wehtun mit dem Kopf. Also wenn er halt vollends trifft. Da sind ja gerade 3 Figuren im Raum. Ja. Wer ist das? Das ist Derek. Das ist Derek. Du. Das ist der Professor. Ach, wir sind jetzt zu dritt. Genau. Ja. So, ja, wir sind so zwei, wo ist die dritte Person? Ey, sogar essentiell, okay. Genau wie wir sitzen. Ich bin hier, du sitzt neben mir und gehen wir von uns. Und da ständig... Und jetzt, wie ist jetzt die Kampfreihenfolge? Wie muss man da... Wenn du lebst. Einfach mal... Jeder macht einfach so. Genau, also ihr habt, genau, es gibt keine Initiativreihenfolge. Okay. Entschuldigung, das habe ich jetzt gar nicht erklärt. Es gibt keine Initiativreihenfolge, die wird festgelegt, je nachdem, wer in der Kampfhandlung beginnen will. Okay. Das also war kann man jetzt ja sozusagen dann Initiative ergreifen, einfach und sagen. Genau, man kann Initiative ergreifen und wenn alle dran waren, ist die Person, die als Letztes in der Runde dran ist, kann dann entscheiden, wer dann halt als Nächstes nochmal dran ist. Also wenn jetzt jemand von euch dann sagt, will ich die Initiative ergreifen. Ja. Ich schließe meine Tür. Nein! Das kann nicht dein Ernst sein! Doch! Ich schließe meine Tür. Schafft er das? Ja klar, ich gehe ins Panel, mach meine Tür zu. Das ist meine Tür. Wir sind ja so, im Raum. So, schließe einfach die Tür. Ja. Du Teufelkopf! Sag mal, Theo, was machst du da eigentlich? Dein Plan jetzt hier. Alter, wir haben keine Waffen, wir haben nichts, so gar nichts. Ich... Der Captain soll das schon richten. Also, ganz ehrlich, ich bin hier nicht der Captain. Ich habe mich dafür nicht beworben. Jetzt muss man auch über die Konsequenz leben. Captain wird schon, der hat bestimmt militärische Ausbildung, hat so da und dann alles Mögliche. Die kriegt das hin. Ich kann nichts, ich habe jetzt Angst. Aber ihr könnt doch nicht eine fremde Lebensform direkt umbringen. Ja, das ist jetzt nicht das Problem. Ihr könnt doch nicht. Sie haben jetzt, Sie wollen dem Tier helfen? Das ist eine außerirdische Lebensform. Ja. Und sie noch mal nach, noch? Ich denk nach. Und sie sehen sehr lecker aus in ihrem Augen, der Leben vom Auge. Wollen die das denn wissen, noch? Also dieser Tag war schon so stressig. Es ist einfach, es eskaliert hier gleich. Also mein
Ich schaff das alles seitlich gar nicht mehr. Und jetzt auch noch das. Und so viele. Ich hab so verlagert. Aber es kommt auf einem Energiekristall rum. Vielleicht kann ich das in Lebensenergie irgendwie umwandeln. Ja, das ist super spannend. Ich ergreife die Initiative. Vor das Wandpanel und Job. Ja, also die Tür ist erstmal geschlossen. Der Punkt ist, wenn die Türen von den Crewmitgliedern selber geschlossen werden, ist sie mit einem Code verriegelt. Ich denke mal, das hast du jetzt gerade gesagt. Das ist halt mein Private-Ding. Irgendwie muss das ja funktionieren, dass nicht jeder in jedes Quartier gehen kann. Das ist ein Code, der das verriegelt. Und das kann man, also solange ihr den Code nicht wisst, kann man es jetzt so leicht auch nicht öffnen. Ach. Es gibt die Möglichkeit, das zu hacken. Aber ich würde auch sagen, das braucht in dem Sinne ziemlich lange. Ja, das also das ist kein, da kannst du jetzt nicht... Derek würde gerne die Initiative ergreifen. Ja. Mhm. Und die Waffe auf dich richten und sagst, gib mir jetzt sofort den Code oder ich schieße. Ja. Derek, ich wollte dir helfen. Die letzte Chance. Ich sehe drei runter. Gib mir den Code. Oh, Detlef, ich hätte nicht gedacht, dass sie so ein, dass sie so standhaft sind. Da ist meine Kamera draußen und all mein Material, hallo? Für die Wissenschaft, ne? Ja, wenn ich hier keinen Film draus machen kann, brauche ich auch nicht wieder Leben, die wegkommen. Hallo? Komm, Matthias, mach sie die Tür auf. Das ist doch mein Mann. Sie können doch nicht die Kapitänin da alleine stehen lassen, ne? Jetzt bist du unter Druck. Du sagst echt nichts? Dann schieß ich auf ihn, was soll ich machen? Schieß plus, eins. Plus Body. Ja, nee, plus Tech. Also. Alter, der Schuss ging in die Minecraft. Darf ich einen Risky-Wurf machen? Was heißt das? Nur Schaden hören, ne? Wenn er successful ist, machst du mehr Schaden. Und ja, wenn du also, aber hast du vorher nicht gesagt. Ich hab noch nie irgendwas erfolgreich geschossen. Ich glaube, ich habe nur noch zwei Schüsse, also. Ist der Rechner mal einmal toll. Ja, schieß ich direkt an dir vorbei. Ich mach keinen Spaß. Auf den einen Monitor, ja. Also, der PC geht immer noch, aber einen Monitor. Ja, Monitor so meine. Code, jetzt. Ein Ultra-Wide 4K 144 Hertz Monitor. Ja. Derek, weißt du, wie viel es hier noch gibt auf dieser Station? Null. Ich glaube, ich habe noch einen. Zero, nada. Einen haben. Detlef, schieß jetzt einfach auf den anderen Mensch, wenn er nicht aufmachen will. Als nächstes wärst du dann als letztes dran. Oder das Monster. Das Monster tut parallel jetzt etwas, das seht ihr aber nicht. Ja. Die Tür ist ja geschlossen. Toll, Matteo. Grüße. Gehen raus. Grüße gehen rein. Alter, das ist ein Captain, die wird stark sein. Das ist ein Freak. Warum soll man. In welchem Film, man? Ich soll jetzt wirklich die Tür hacken. Es sind schon viel zu viele gestorben. Also, ich reich doch jetzt irgendwann mal auf. Wir essen ihn zuerst, wenn wir hier unser Rest des Lebens absitzen müssen, ne? Deal. Ich schielde. Du schieldest. Chor. Ich setze mich an die Tür und versuche, meinen Schabernack zu betreiben, um sie wieder aufzumachen. Ja. Also ich fange an zu hacken und da rumzumachen. Machen wir bitte Tech. Mit meinem Gerät. Tech. Weil an der Tür habe ich das vorhin auch benutzt. Ja. Damit bin ich bei einer soliden 16. Ja. Also wird jetzt noch dauern? Ja, ich bin am... Drei Kampfrunden wirst du brauchen. Drei! Da hast du schon lange in die Reihenzuteile zerlegt. Bis wir da wieder raus sind. Und ich fange an. Mensch, Matteo, jetzt reißt sie sich ja mal zusammen, ne? Ihr könnt wieder, du warst jetzt der Letzte der Kampfrunde. Ja. Du kannst jetzt entscheiden, ob du dran sein willst oder... Geh du als Letztes, ich krieg ihn vielleicht noch überredet. Musst du nicht weiter hacken. Ja, wir müssen, Detlef fängt an. Letzte Warnung! Allerletzte! Gib mir den Code! Nee, hören Sie mal, also mal ganz kurz einmal hier, aber ich hab dir schon so viel gegeben. Wir haben so viele Stunden-Interviews gemacht. Wir gehen und. Wir haben so viele Takes nochmal wiederholt, mal weil Schritt, es nicht perfekt eine Sekunde, war. Bitte. Matteo, hören Sie mich. Jetzt bin ich mal dran. Ich glaube tatsächlich, ich bin dran. Ne? Du hast also, wir gehen mal einen Schritt zurück, okay? Sie haben zwei Möglichkeiten. Ich töte Sie. Oder wir gehen raus und Sie können die Tür, nachdem wir draußen sind, wieder zumachen. Ist mir doch egal. Ich habe keine Waffe. Sie können hier drin chillen, wir gehen raus. Geben Sie mir Ihre Pistole, weil ich, wenn will ich eine Waffe haben, wenn wir die Tür öffnen. Knall ihn ab, der ist so krass, Junge. Ich würfel auf Insight, Savvy. Ja, du kannst drauf würfeln, aber ich werde dir, also in diesem ganzen Abenteuer gibt es keine hundertprozentige Antwort dazu. Ob, ja. Na gut, dann lass ich's. Also, nee, ganz ehrlich. Die kann ich einfach nicht geben. Ich schieße. Du hast nur drei Leben, ne? Wenn ich treffe, bist du in so einer Rippe, ey. Ich hasse meine Würfel! Der war vor 28! Ich schieß wieder daneben. Ich hab noch einen Schuss. Wie gesagt, sie können entweder hier sterben oder gleich die Tür wieder zumachen, wenn wir draußen sind. Die schaffen das sogar. Wir können sie zweimal hintereinander dran sein lassen. Hat Detlef, ich will nur sagen, Sie wissen ja, dass aus Matteos Zimmer auch unlautere Dinge passiert sind, was die Programmzugriffsdaten angeht. Ich habe Filme runtergeladen, okay? Ich habe nicht mal Internet. Naja, ist klar.
Ja, also es ist, wir bleiben dabei, dass es ja, nicht eindeutig ist. Ja, ich weiß es nicht, aber es ist halt sus. Genau, ja, ja. Die Waffe also, dass haben. Da etwas passiert ist. Dann darf das Monster ist, als nächstes dran sein. Da bin ich schon dran. Oh, nee. Koa, geht's Ihnen eigentlich gut da draußen? Koa, jetzt haben Sie mal, hallo. Ihr hört da durch die Tür nicht. Ey, du hast so viel Mumm wie Koa gleich noch Knochen. Ja, kannst du verwenden. Kommunizieren. Das hat jetzt die anderen nicht gehört. Finde ich voll schade. Ich bin echt stolz auf dich gewesen. Okay. Ich versuche ihn gleich nochmal zu sagen. Oh. Hören Sie mal, Matteo, Sie haben so viel Mumm wie Koa gleich noch Knochen. Ja, also, das machst du dann in deiner Runde. Aber du hast den ganz gut. Ja, das dauert ja nur eine Sekunde. Ich bin ja weiter am. Ich mach nur hier mit dem Hack meinen Scheiß, Hack, aber ich frage trotzdem mal das. Hallo, Koa, können Sie mich hören? Ja. Was ist da los, Mensch, du? Matthäus! Warte jetzt, du bist noch dran, ne? Ich bin jetzt dran. Das ist die Baka immer, ey. Susi Buka. Ich will da nicht raus. Ich. Dann bleiben sie halt drin, ne? Ich versuch die wegzuschubsen. Mich wegzuschubsen? Ja. Von der Tür? Ja. Wenn diese Knarre, schafft er das? Wenn diese Knarre funktioniert. Er kann, Körperkraft one v one. Genau. Ja, es ist, also, wenn du wirklich. Du kannst attackieren. Nee, ich will ihn wegschubsen. Ja. Ich will ja nicht, wehtun. Ja. Gute Shop Frage, wie wir das jetzt würfeln. Ja. Mach einfach Angriff, einen Bodyroll. Ja, ja, mach einfach, genau. Mach einfach einen straighten Bodyroll. Geh nach Hause. 14. Geh nach Hause. Darf ich einen Counterroll machen, ob ich da standhalte? Darfst du? Scheiße. Es gibt den direkten Body gegeneinander. Ja. 15. Du dummer Loser. Ja, also du stemmst dich volle Breitseite gegen ihn und du schaffst es schon, ihn ein Stückchen zur Seite, aber er kann halt immer noch an der Tür weiter. Matteo, jetzt hören Sie auf damit! Detlef, jetzt helfen Sie mir doch mal hier! Ich hab noch eine Sekunde! Sekunde. Mhm. Was machen? Das, ja. Und deine Runde ist jetzt eigentlich vorbei. Ja, ich meine, aber gar nicht beschreiben, was ich gemacht habe. Ja. Wenn du es wirklich beschreiben willst, darfst du. Hier steckt eine Spritze und das ist reingezogen. Und, naja, es passiert relativ schnell. Detlef, ich überlasse es Ihnen. Punkt. Diesen Schuss hast du noch? Ein. Sag ich dir nicht. Das ist auch hast du noch vorne gesagt? Ja, auf 7. Das können Sie bitte abknallen, bitte. Von außen, also ihr hört jetzt in dem Zimmer, verdammt, wieso ist die Tür zu? Sie hat gewonnen. Matteo, sie hat gewonnen, jetzt machen Sie die Tür auf. Matteo war das Letzte sein, er darf noch eine Runde abgeben, ne? Ja. Ich kann wieder selber machen, ne? Ja. Ja. Warte mal, er war noch nicht mein Skalpell und er hat noch gar nicht erfolgreich gewürfelt. Stimmt, warte mal, er war nicht der Letzte der Runde. Es war theoretisch, aber wir gehen mit euch in der Einzelrunde innen, ja. Aber warte mal ganz kurz, aber er hat doch gar nicht erfolgreich gewürfelt gegen ihn. Aber oh, wegschubsen. Aber er kann ja trotzdem eine Spitze. Ja, aber es war ja sein, genau. Seine Rüstungsklasse hat er gewürfelt. Das war so ein Fake-Wurf. Ja. Was? Das ist ja, irgendwie unabhängig. Muss ich das ja toll, kann ich aber kommen. Oh, ich gehe hin und stecke hier in der Dings rein. Ja, ja, klar, aber ich meine. No, wer ist jetzt, also, wer ist jetzt dran? Du. Wenn du willst. Wenn du willst. Warum, Matteo, warum? Ich mit meinem Skapell an. Warum, ja, Matteo, warum? Direkte Attacke. Ja, plus 1 Armor Class für Stich und Hiebe. Ja. Also ist einfach straight. Straight. Ja, genau, plus Body. Hin. Plus Body, du kriegst minus 1. Detlef, meine Achtung liegt bei dir. Ja, er trifft dich. Sticht. Ein D4. Du hast 2 Leben. Boah, Alter, 2 Leben. Ich hab 50 Chance. Und dann hat Max das Game gewonnen. Er kann gewinnen? Mit 2? Mit 2? Nein! Ja, ich bin RIP. Warte mal, ich darf doch drauf würfeln. Ja, stabilisieren brauche ich so. Okay, ja, du kannst dich aber stabilisieren. Ja, ja, kann ich mir aber doch auch sparen, oder? Dein Würfel ist gemein. Was ist es 12. Denn? Das ist genau, was ich brauche. Ich habe minus 2 Buddy. Ja. 12. Ich habe sie am allerwenigsten gern interviewt. Du bist erstmal stabilisiert. Du bist noch nicht tot, aber du machst einen dramatischen Abgang. So ja. Ja, genau. Er liegt jetzt da. Genau, und vor der Tür geht irgendwas ab. Jetzt muss ich gerade keine Kampfrunde inszenieren, sondern du kannst ja an sich jetzt gerade noch irgendwas machen. Er beendet den Job. Der Job ist ja schon beendet. Boah, das ist irgendwie schneller eskaliert als gedacht. Zehn Jahre. Und immer nur habe ich dasselbe Spiel gespielt. Und immer nur alleine, weil niemand. Es gibt ja kein Internet. 10 Jahre Minecraft, das macht doch. Too real. Immer war ich Alpha-Version noch. Immer war ich, wenn ich das Spiel gespielt habe, ein Mitglied der Crew. Aber jetzt bin ich auch mal die andere Seite gewesen. Jetzt bin ich die andere Seite und ich werde diese Runde gewinnen.
Oh wow. Mhm. Oh mein Gott, das war wirklich seine scheiß Brausetablette, die er dir reingegeben hat. Ja! Ja, also. Du laufst an der Tür. Du laufst an der Tür. Dann kann ich das außen ja mal auswürfeln. Jetzt muss ich hier mal kurz. Ja, unser Verräter wurde jetzt sehr spät enttarnt. Wobei du sehr gut unterwegs warst. Also, deswegen wollte ich das so stehen lassen. Das tut mir ein bisschen leid, weil ich nicht genau wollte. Ich wusste das ja. Wir haben jetzt die Finanzbeweise. Haben wir noch nicht ganz. Du hast tatsächlich noch eine Überlebende auf dem Schiff gerade. Ich könnte jetzt überlegen, ob ich auswürfe, was vor der Tür passiert. Jetzt? Oder? Ich dachte, ich bin nur betäubt. Du bist, glaube ich, damit gestorben. Du bist tot. Die war instant. Achso. Wieso kannst du das? Johnny ist tatsächlich gerade ja noch unstabilisiert. Wolltest du erzählen, was Zappa ist? Du darfst gerne sagen, was mit Zappa passiert ist. Ja. Guck mal später mal. Ja. Sag ihren Lebensstatus an. Tot. Cool. Okay. Ja. Erzähl ich später. Genau. Das Einzige, was wir jetzt noch eben haben, ist vor der Tür Koa, die... Du warst aber sehr gut unterwegs. Ja, die Infos haben nicht... Als ich gestorben bin, wusste ich auch, wer es war. Mit der Braust. Ja, ich konnte es ja auch nicht zu eindeutig machen, Leute. Also, die Frage ist, ich könnte jetzt hier vorne... Ich würfel das jetzt mal einmal schnell aus. Weil der Markus-Move. Ja. Der hat alleine eigentlich keine Chance. Hat dazu gelernt. Beim Besten. Oh mein Gott, das Vieh würfelt unglaublich katastrophal, ne? Kenn ich. Sie lebt immer noch. Ich kann mal bitte viermal schießen, nicht einmal über also eine 12 erreichen, Entschuldigung. Ich habe viermal geschossen und nichts erwischt. Ich habe mich so gefreut, dass ich eine Knarre bekommen habe am Anfang des Games. Immer so. Vera spielt jetzt mit ihren Actionfiguren, die würden zugucken. Ja, ich spiele eigentlich alleine jetzt. 3. 10, es trifft nicht. Sie trifft wieder. Ja, dann. Die Rechts-Links-Kombo, das Ding einfach. 4, ja. Hast du immer diese ganze Zeit, wo du deinen Buffer gemacht hast, Gifte gebraucht oder was? Wie Gift habe ich eigentlich gemacht? Ja, 2. 1 für ihn, 1 für sie. Ja, das zählt nicht so ganz. Das war schon direkter Angriff. Ja, aber mit Gift, mit einer Spitze. Ja, gut. Hatte ich halt da. Wer weiß, wer weiß. Die boxen noch das Vieh um, Alter. Ja, ja, dann das ist ja gerade unfassbar. Ja, vielleicht. Sie hat einen Lebenspunkt, das Vieh 7. Yes. Oh, Glück gemacht. Das muss das überlebt sie nicht. Fünf. Du, 1. 10 hat wieder nicht getan. 19, sie trifft. Oh. Sie trifft? Ja. Vielleicht kann ich noch gerettet werden. Du bist gone. Nee. Es steht 1-1. Sie hat die 1-1. 24 Lebenspunkte runtergekloppt. Ich weiß gar nicht. Ach, scheiße. 1-1. Matchball. Chor, retten Sie mich. Chor. Sie trifft nicht. Oh Gott. Na, trifft es. Es hat eine 1. Es trifft auch nicht. Moment. Chor. Oh Gott. Ich weiß gar nicht. Es trifft. Es trifft. Mit 0 Lebenspunkten abgezogen. Auf 0. Nein, ihr habt es fast geschafft. Was höre ich? Oh, die Musik. Na gut. Ja, du hörst vor der Tür ein. Wir haben die ganze Zeit nicht gehört. Und es fängt an deiner Tür zu schaben. Aber sehr. Also. Ich öffne meine Tür und mache mich bereit für einen Stoß. Gegen das Vieh? Gegen das Vieh. Ja, versuchst du es zu treffen? Ich habe auch nicht viel AP, deswegen, der muss treffen. 5. Du triffst nicht. Jetzt macht er noch drauf, geht, das wäre der Oberschild. Das wäre der Oberschild. Jetzt macht das Vieh nochmal einen Roundhouse-Kick. Ich würfel jetzt für das Vieh. Also, für sie kann ich gleich noch würfeln. Du hast die Kröte deaktiviert. Oh nein. Ja, die Kröte ist deaktiviert. Ich würde dazwischen springen. Hab ich. Es trifft nicht. Okay. Es trifft nicht. Moment, ich gucke einmal, ob sich Koa stabilisiert. Wie lange muss man stabil sein, bis man wieder wach wird? Ich hab dich sofort. Ich stehe wieder eine auf. Gute Frage, aber ich glaube, du kriegst so keinen Lebenspunkt wieder. Warte mal. Wäre auch unfair. Also, das ist ja. Es ist ja vor allem auch immer noch mitten in der Kampfrunde. Also so schnell kann das nicht gehen. Aber die muss ich erst versorgen. Death and Healing.
hätte Peter mir einfach die Beweise gegeben. Du musst eine ich volle Nacht beweisen. Okay. Aber du hattest. Ich du konnte sie nicht beweisen. Also, roll ich jetzt wieder? Ab einem bestimmten Punkt wusste ich es, aber ich kann es nicht beweisen. Oh, das sieht schlecht aus. Ja, acht. Gott, wenn Max jetzt einfach drauf geht. Eigentlich muss sie ja liegen, ne? Ja, sie und muss. Wir können. Wenn Max jetzt echt noch drauf geht, dann hat das Vieh gewonnen. Hinstellen. Also, ja, also. Es trifft. Okay, mit. Wie viel Leben? Das sind drei, ne? Das ist drei Leben. Ja. Oh das mein macht. Gott. Oh mein Gott. Fünf. Oh, oh mein Gott, der Max wird geköpft, Alter. Nicht die Kummer, jetzt nicht der Poster, nein. Das Alien gefehlt. Und das frisst uns jetzt einfach auf und lässt uns dann nicht nach einer Nacht liegen, ja, ja. Der wird geköpft noch, Matteo, am Ende einfach. Er hat alles geschafft, was er braucht, dann wird er geköpft. Das sind die Würfel. Aber wir sind alle tot, ne? Ne, nur Koa hat überlebt. Naja, na ja, also. Ah, komm, das also, ist ein Alien neben dir. Das ist alles. Ja. Das Alien. Ja, stimmt, das Alien kommt wieder und ja, ah, alle tot. Ja. Dio. Ja. Ja, und irgendwann kommt an dem Abend das Cargo-Schiff. Das Cargo-Schiff an. Ich habe dann noch 1000 Fragen ungefähr. Findet eine riesige Verwüstung vor und ein Monsterteil, weil das immer größer wird, je mehr es frisst. Ein was? Ein Monsterteil. Ja. Also das Monster halt. Also ja. War wahrscheinlich ja. So groß wie das Schiff selbst am Ende des nach dem. Naja, also wenn es nach einem Menschen von so zu so wird, es hat jetzt 6 gefressen.